poste ich und dann lade ich es hoch und kein Mensch sieht es, weil Instagram eigentlich nur will, dass ich zahle, dass es oben angezeigt wird. Nee, ohne Scheiß, ich finde es echt mega behindert. Hast du sonst so irgendwelche Probleme? Nee. Spaß, ich bin komplett deiner Meinung auch. Also was soll das? Instagram, woher kommst du? Ja, soll ich mal in deine Stadt kommen? Wo sitzt? USA? Ja. Ich bin jetzt hier am Viktualienmarkt, warte auf die Card mit 9a. Die Jungs, die müssen halt immer warten, ne? Hello. Oh! Du bist der Maxi aus Tinder, oder? Bist du der? Der da. Auf den Bildern sahst du aber dicker aus. Ja, ich mach grad Diät, weißt du. Aber du hast auf den Bildern ein bisschen mehr Muskeln. Zeig mal. Ja, warte, schau, hier ist so von hinten. Das bin ich nicht. Oh, falscher Maxi. Spaß. Hi, Kat. Hi. Komm mit in den Vlog. Warum bist du so groß? Das ist unfair. Wir haben gesagt, du stehst links. Okay, sorry. Das ist unser gemeinsamer Vlog. Wir müssen die Community... Was machst du da? Größer wirken. Ich komm mal ein bisschen runter. Ja, das ist so eine optische Täuschung. Eigentlich bin ich voll groß für eine Frau. Und was geht heute? Was machen wir? Ja, ich wurde eingeladen zu einer Yoga-Party und dachte, ich nehme dich mit, weil du passt da perfekt ins Konzept rein. Ich sehe auch so süß aus in Leggings. Ja, finde ich auch. Ich habe so einen richtigen Knack aus. Was war das jetzt? Kann ich das Slow-Mo machen? Ja, mach mal. Nee, wir gehen heute zusammen auf die Lululemon Opening Party. Genau. Jetzt bin ich gar nicht drauf. Toll. Nee, jetzt schneid mein Gesicht ab. Mein Mund reicht. Ja, super. Nee, später gehen wir. Jetzt gehen wir erstmal zu Chico Safwa. Ist doch ganz klar. Warum? Warum? Ich habe einen Text vergessen. Wir haben kein Drehbuch geschrieben. Stimmt. Wir gehen Chips trinken. Ja, wir wollen Ingwer-Shots trinken, weil Richtig, ich bin ja noch nicht so ganz fit. Aber bald. Und deswegen trinken wir jetzt Ingwer-Shots. Sind die Töne gut? Kann ich mir deine Moves ausleihen? Wir gehen jetzt einen Ingwer-Shot trinken. Kannst du dann bei dir mal einblenden? Wir wollen heute noch über ein paar Sachen sprechen, die, glaube ich, ganz interessant sind, richtig? Ja. Wir machen heute voll den fancy Vlog. Würde ich auch sagen. Ich glaube, ich komme mal von meinem Brüllen runter und bleib mal locker, oder? Ja, weißt du, das Ding ist, als ich dich das erste Mal gesehen habe, also nicht auf Tinder, sondern auf Instagram, dachte ich immer, du bist Hast voll... Hast du mich jemals auf Tinder gesehen? Nee, aber das klingt immer so witzig. Okay. Nee, ich dachte immer, du bist voll eingebildet, aber das bist du gar nicht. Ja, Mann, ich bin voll sympathisch. Ja, finde ich auch. Also mittlerweile finde ich dich... Hi! Mittlerweile findest du mich? Total sympathisch. Oh, voll geil. Voll ja, ich freue mich immer voll, wenn ich in der Früh von dir so eine Nachricht habe. Oh. Hallo, Kat! Genau. Ja, da freue ich mich. Ich bin jetzt auch wach. Hallo! Wollte nicht. Zu Chico? Ja, gehen wir zu Chico. Ich habe voll Bock auf einen Ingwer-Shot. Und einen Smoothie. Jetzt auf jeden Fall zu Chico. Ich kenne diesen Mann von der Munich Lifestyle Show. Gell? So heißt es. Ja, Mann, Munich Lifestyle Show war heftig. Voll sympathisch. Dieser Maxi Sanchez. Ja, heute war schon ein krasser Arbeitstag, würde ich mal sagen. Interessiert es die Leute? Nein. Er ist auch da. Ja. Hi, wer bist du denn? Hallo, ich er ist bin auch Zivan. Von der Munich Lifestyle Show, ist er auch dabei gewesen hier. Ach, genau. Echt? Er macht ja. den ja, besten cool. Orangensaft. Ja. Oh, geil. Genau. Kann man die mit Ingwer mixen? Ja. Voll cool. Ja. Machen wir das? Ja, klar. Ja. Ja, wie geht's dir, Chico? Oh, ich hab mich tatuieren lassen, du hast dir mein Rücken. Es tut mir so leid. Mach nichts, zeig mal, wie hier eine Umarmung geht. Oh, das ist gut. Das habt ihr doch gesagt, sie sind fit. Mein ganzes Leben. Hab ich dran getragen. Mit einem Arm. Okay, ich bin gerade echt beeindruckt. Es ist aber wirklich. So viel Kraft. Das ist geil! Und das ohne deine Kräfte. Mir geht's gut! Also super, dass ihr heute geschafft habt. Ich habe gewartet. Ich habe mich beeilt, ich bin heute extra eine Stunde früher aufgestanden. Mach nix. Weißt du, Haare, Make-up nur für dich? Mann, du brauchst kein Make-up. Oh. Du brauchst gar nichts. Das sieht man, die positive Aura kommt raus.
Bei dir aber auch, ich habe dich in der Munich Lifestyle Show gesehen. Echt? Ja. Und dann dachte ich mir, den Mann will ich kennenlernen. Das freut mich. Ja. Immer gern. Siehst halt richtig cool aus, Chico, wie so ein New Yorker Gangster. Ja, mit einem Touch Nordafrikanisch, mit ein bisschen bäuerisch. Ja, das wollte ich. Bäuerisch, so, ich bin bäuerisch. Eingeprägt von diesem Land. So, Pferdi, es heißt auch Pferdi. Pferdi! Ja. Hashtag Pferdi. Ja, voll verarscht. Was hast du denn heute Schönes für uns, Chico? Also, erst kriegt ihr ein Ginger. Ja, das ist Kurkuma drin, das ist, du weißt, wozu ist es. Detox, habe ich erklärt, das ist ein Natur-Detox. Ja. Ja. Einfach Hashtag in die Gleise schon anschauen, dann wisst ihr, was da drin ist. Also das Kurkuma, das ist der beste Entzündungshemmer der Welt. Da reicht 1 Gramm Kurkuma pro Tag, um die Gehirnzellen wirklich zum Funktionieren zu bringen, auf Hochtouren, 6 Stunden lang. Das verspricht auch einiges, oder? Das ist ja wissenschaftlich auch. Das ist bewiesen. Da brauchst du immer Pfeffer dazu, damit es aufgelöst, damit es sich verstärkt ist. Der hat Ahnung, das stimmt wirklich. Ja. Das habe ich auch schon gelernt. Denkst und du, er macht das hier zum Spaß? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ja. Auf also. Die Community. Oh, das ist so geil. Bist du ein Mann oder eine Frau? Ja, chill. Was ist das Grüne eigentlich? Das ist der Smoothie, der grüne Smoothie. Ah ja. Das ist mein Spinatmix. Eine Menge an Chlorophyll. Du trinkst, du tankst Sonne. Vitamin D ohne Ende. Oh, mach dich halt so gut. Sex Bomb, Sex Bomb. You're a Sex Bomb. You can give it to me when I need to. Danke, Mann. Wollen wir vielleicht mal privat was machen? Das ist die erste. Da kommt noch welche. Balance ist mit Kurkuma. Da ist die Weizengras. Frischer Kurkuma. Rückblende. Das ist der Weizengras. Das kenne ich schon. Das ist bei dir, gell? Ja. Das bekomme ich bitte jeden Tag frisch von der Gerne. Es gibt einen neuen Saft. Chico, verrat uns doch bitte, was da drin ist. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ja, du musst jetzt nicht deine Nacktbilder zeigen, Chico. Nacktbilder? Habe ich dir meine Nacktbilder gezeigt? Die zeigt er nur mir. Das sage ich ja. Ich zeige sie kein Männer. Das ist der Balance. Balance heißt es. Kurkuma, frische Kurkuma, Ananas, Pfeffer und Orange und ein bisschen Wasser. Was das hilft mit dem Spaltungsprozess. Von den Enzymen. Und das hält dich wach. Danke, Mama. Bitte. Weil ja. Dann heißt es nicht mehr, der Mann trägt die Frau zum Bett, sondern die Frau trägt den Mann zum Bett. Und die tanzt auch dabei, ey, Wahnsinn. Ich habe eine Fitnessbloggerin, die hat es halt drauf, weißt du? So, jetzt ein Beep Squat. Bip, bip. Oh. Und man merkt schon, sie vermisst richtig das Fitness. Ja, ich darf das ganze Jahr keins machen. Und weiter, Schatzi. Dankeschön. Gerne, merci. Chico. Immer wieder gut. Gerne. Ladies first. Warte, ich muss noch meine Uhr anlegen. Um mich fertig zu. Danke schön, dass du vorbeigekommen bist. Es freut mich. Oh. Ich bin direkt in die Höhe von deinem Busen. Dich wiederzusehen und danke für alles. Jederzeit. Boah, sehe ich sexy aus. Kat, ich sehe so sexy aus, ey. Boah, jetzt wollte ich eigentlich mal normal bleiben. Jetzt habe ich so 8 Säfte getrunken. Jetzt bin ich schon so wieder aufgeregt. Du hast eine gelbe Zunge. Komm jetzt, du Lauch. Was hältst du eigentlich von dem Instagram-Algorithmus? Wollte ich dich jetzt einfach mal persönlich fragen. So ganz spontan, mitten in der Stadt. Ja, ich finde es einfach mega scheiße. Weißt du, ich denke mir jeden Tag, wann poste ich, wie poste ich. Und dann lade ich es hoch und kein Mensch sieht es, weil Instagram eigentlich nur will, dass ich zahle, dass es oben angezeigt wird. Nee, ohne Scheiß, ich finde es echt mega behindert. Hast du sonst so irgendwelche Probleme? Nee. Spaß, ich bin komplett deiner Meinung auch. Also was soll das? Instagram, woher kommst du? Ja, soll ich mal in deine Stadt kommen?
Wo sitzt? USA. Weißt du, warum das so ist? Heute war Taxi-Demo. Ich stimmt, ich hab's auf deine Insta-Story gesehen. Wolltest du nochmal gesagt haben. Wir gehen mal ganz kurz in die Hintergasse. Ja, wie ist das Licht hier? Das ist so geil, das Licht. Wollten wir nicht noch ein Insta-Bild machen? Ich mach davon ein Screenshot und lad's hoch. Okay. Nee, jetzt mal Serious Talk. Aber jetzt mal ernsthaft, der Instagram-Algorithmus ist doch scheiße, weil alles läuft ja nur noch darauf hinaus, dass man zahlt. Facebook, zahlen. Instagram, zahlen. Und warum wird man nicht einfach mal dafür belohnt, wenn man geile Sachen macht? Weil die Geld wollen. Ja, weil die Geld wollen. Richtig, und warum? Weil sie arm sind. Ist es so? Instagram ist arm? Nein. Das dachte ich mir nämlich auch. Ja, das Hauptproblem ist halt einfach, dass du nicht mehr chronologisch angezeigt wirst, ne? Du lässt ein Bild hoch. Wow, kannst du nochmal zurückfahren? Das war ja richtig geil. Oh, ich grüße sie. Hi. Hallo. Okay, können wir bitte den Serious Talk fortführen? Ja, du unterbrichst mich ja immer. Ja, sorry, jetzt schieß doch mal los. Nee, jetzt mag ich jetzt nicht. Jetzt setzen wir mal dich in den Fokus. Jetzt ist deine Showtime. Jetzt weiß ich halt nicht mehr, was ich sagen soll. Maxi, wie groß bist du denn? 1,90. Deswegen. Hey, nee, hier ist echt ein Zebrastreifen. Lass uns auf dem Zebrastreifen ein Bild machen. Warum? Warum willst du auf dem Zebrastreifen ein Bild machen? Weil ich ein Tierliebhaber bin. Der war so schlecht. Kat, was machst du da schon wieder? Ja, ich habe einen neuen Blogpost hochgeladen. Das ist er. Also, schön war's, ja? Ja, hochwischen. Ja, kann man das bei YouTube auch warte, hochwischen? Ich blende hier mal, wie heißt der Link zum Video? Zum keine Ahnung. www.glückskindblog.com mit Y. Slash irgendeiner halt. Inspiring people slash Carina Berry oder so. Ungefähr so, ja. Genau. Ja, das ist jetzt wichtig. Ich muss das jetzt noch machen vor dem Event. Mhm. Ich muss noch ein. Das ist ein Tipp von mir. Jetzt zeig mich mal. Oh, Tipp. Kurz Tipp. Und zwar müsst ihr immer einen Geotag bei einer Insta-Story verwenden, weil dann sehen das mehr Leute. Und ich nehme manchmal nehme ich Berlin, obwohl ich gar nicht in Berlin bin. Ich getaggt habe für einen Ort. Wow. Und das sehen jetzt alle Leute in Wien. Hallo, kannst du mal nicht so nah an mich ranmachen? Ich habe da einen Pickel auf der Nase. Wow. Au. Entschuldigung, was machen Sie da? Ich vlogge. Also wir stehen hier vorm Event. Kat hat es 10 Meter weiter geschafft. Bis zur nächsten Story. Hallo. Wir sind auf der Gästeliste. Ich bin der Ankerin. Und Maxi Sanchez. Mit ZZ bitte. Instagram.com/Maxi Sanchez. Ich stehe nicht drauf. Schau, ob ich trotzdem reinkomme. Oh, krass. Fame-Status. Alkohol? Nee. Aus München. Hi. Hi, ich bin der Max. Ich stand nicht auf der Gästeliste, bin trotzdem reingekommen. Trotzdem willkommen. Bei Olu Norman ist jeder willkommen. Und die Store-Managerin, die neue? Ja, klar. Ihr könnt euch umschauen. Unten gibt's Drinks, was zum Essen. Danke. Immer gut. Bis später. Hi. Servus. Komm. Oh, der ist ja voll riesig dann doch, gell? Ja. Kat, wann gehen wir zum Yoga? Oh, es gibt Mini-Burger. Willst du was trinken? Alles auf meinen Nacken. Sieht relativ viel alkoholisch hier aus. So. Kannst du mich bitte filmen, wie ich ein Wasser bestellst? Aber was soll das? Für was habe ich dich mitgenommen? Ich hätte gern Wasser. Ich hätte gern Wasser. Ich hätte gern Wasser. Danke fürs Wasser. Bitte. Kannst du mich filmen, wie ich trinke? Danke. Natürlich. Yeah.
Hunde, das wertet mein Vlog auf. Oh, guck mal, ein kleines Kind wertet mein Vlog auf. Der Chico hat geschrieben. Was hat der Chico geschrieben? Dein Kollegen ist der Hammer. Wo mit H? Hast du die her? Ich bin verliebt. Ja, hast du einen Link für mich? Instagram.com/card mit 9 A und 1 T. Chico. Schau dir einfach das Video an und dann gehst du auf den Link. Ja. Hi. Wir sehen hier vor dem Apple Store. Hast du noch was zu sagen? Ja, und zwar kann man... Top, ciao. Also, ich habe einmal im Angebot Pizzastangen, aber die sind schon durchgebrochen und dann hätte ich noch einen Schokoriegel. Kat, was machst du da? Lässt es laufen? Bei mir läuft es immer. Okay, gehen wir jetzt in ein Geschäft, oder? Boah, ich weiß gar nicht, was los ist bei mir. Ich bin so... Jetzt hör mal auf. Das wollte Ingwer, ich spüre das voll in meiner Welt. Na, das ging aber schnell. Das ging ratzfatz so. Du wolltest die Tomate für mich? Ja, darfst du hier runternehmen. Da ich auf Diät bin, würde ich sagen, ich hole jetzt mal meinen Schokoriegel raus. Ich mache nämlich die Schokoriegel-Diät jeden Tag 5 Stück und Pizzastangen. Ich esse Pizza. Dann noch für die Laktoseintoleranz. Weil ich mache Pizza-Diät. Aber das sieht eher aus wie ein Burger. Entschuldigung, du passt gar nicht drum. Stimmt halt echt. Total, ja. Wunderbar, jetzt aber ehrlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also auf Tinder sah das anders aus. Entschuldigung. Wir springen an die Kasse, oder? Wir springen an die Kasse. Warte. Hast du die roten? Ja. Wie viel darf ich dann nehmen? Alle. Fang ich? Okay, nochmal. Ich erhöhe jetzt. Ich erhöhe jetzt. Fang ich? Natürlich. Ist der in deinem Mund? So, wir knien jetzt hier gerade im 5 Höfe. Martin, muss auch runter essen. Okay, ich kann ja trotzdem reden. Und du Ach kannst so, schauen. Stimmt. Das war's gewesen mit dem Vlog. Card mit 9a hier rechts neben mir. Instagram wird nochmal fett eingeblendet jetzt. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ihr wollt, dass wir öfter einen Vlog zusammen machen, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Hashtag Card mit plus Max in die Kommentare. Genau, das war's gewesen mit dem Vlog. Kat, möchtest du abschließend noch was sagen? Ja, ich bin voll müde. Ja, okay.